magisches Schloss. Also, nehmen wir mal das Shampoo. Da ist es ja. Voila, viel brauche ich nicht. Und abtauchen. Das hat gut getan. Und jetzt noch das Duschgel. Meine schönen Haare. Was ist denn mit euch passiert? Mist, das ist doch gar kein Shampoo. Das muss sicher Steffi gehören. Das war mal ein schönes Shopping. Oh ja, ich bin sogar müde. Ich aber auch. Stefan, ich bin zu Hause. Wo bist du? Seltsam, er müsste doch zu Hause sein. Ich glaube, das kommt aus dem Bad. Es muss was passiert sein. Schätzchen, was ist passiert? Ich habe mir die Haare mit Shampoo gewaschen und schau mal, was passiert ist. Irene, komm schnell, das musst du sehen. Stefan, was ist denn mit dir passiert? Und was soll daran so lustig sein? Gar nichts. Also ich persönlich finde ja, die Farbe steht dir perfekt. Ja, danke. Aber mir gefällt die Farbe nicht. Stefan, du hast mein Tönungsshampoo benutzt. Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Ich finde ja, es würde von Vorteil sein, wenn ihr eure Shampoos auf verschiedenen Regalen haltet. Da hast du recht. Lass mal schauen. Das gehört mir. Das gehört auch mir. Das gehört Stefan. Und das ist schon wieder meins. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier auch dir gehört. Wunderbar. Aha, Stefan hat also nur eine Zahnbürste und ein Shampoo. Und du, Steffi, hast ein bisschen mehr. Ja, aber ich brauch das alles. Mädels, und was machen wir jetzt mit meinen Haaren? Stefan, mach dir keine Sorgen. Wir lassen uns schon was einfallen. Na, schließlich ist das nur ein Tönungsshampoo. Wir könnten versuchen, dir die Haare einfach nochmal zu waschen. Mach dir keine Sorgen. Das machen wir schon. Riecht gut. Das machen wir wieder sauber. Oh, danke, Irene. Na, glücklicherweise hast du nicht diese Flasche hier gefunden. Sonst hätten wir die Haare abrasieren müssen. Gerade noch mal gut gegangen. Das war's auch schon. Du kannst abtauchen. Na, ich hoffe sehr, dass das klappt. Puh, Stefan, du bist wieder blond. Siehst du, das hat geklappt. Jetzt wird's aber Zeit, dass du dich anziehst. Du hast recht, Irene. Bin gleich wieder da. Irene, wird uns nicht böse sein? Ach nee, Steffi. Wir werden ihn gleich trocken föhnen und frisieren. Dann wird er noch dankbar sein. Da wären wir. Stefan, setz dich bitte. Alles klar. Lass dich mal trocknen. Lass uns das Ergebnis noch fixieren. Und sag mir bloß, es gefällt dir nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich mag meine neue Frisur total. Vielen Dank, Irene. Das steht dir gut. Bist du auch wirklich nicht sauer? Was für ein Blödsinn. Lass dich mal knutschen. Na, Ende gut, alles gut. Und wir sehen uns noch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Magisches Schloss. Marika, ich bin so froh, dass ihr mich endlich besuchen gekommen seid.
Ach, Eva, vielen Dank für deine Einladung. Deine neue Wohnung ist so schick. Nicht wahr, Lea? Ja, es ist schön hier. Können wir das spielen? Schaut mal, was ich in der Zeitung gefunden habe. Das sind ja Gutscheine für den Schlussausverkauf im Kaufhaus. Wir haben nur noch ein paar Stunden. Wir müssen jetzt sofort einkaufen gehen. Lea, kommst du mit? Nein, mir ist langweilig. Okay, Lea, mach dir nichts draus. Mein Bruder kann mit dir bleiben. Max! Hä? Eva, was willst du? Oh Mann, was will die schon wieder? Was wollt ihr? Wir gehen shoppen und du bleibst mit der kleinen Lea, okay? Was? Tschüss! Hä, wieso? Also, was wollen wir spielen? Also, ich habe gerade Fußball geschaut. Das war voll interessant. Du kannst mitkommen und mit mir schauen. Ja, klar. Fußball. Das klingt nach Spaß. Ja, wie spannend. Max? Na los. Schneller. Tor! Ja! Hä? Hast du was gesagt? Nein, jetzt hör auf. Mir ist langweilig. Lass uns mal spielen. Hä? Spielen? Lass uns gemeinsam trainieren, hä? Hä? Training? Ich weiß nicht, was das ist. Du wartest doch auf mich. Lololo. So, nimm dir eine Hantel und lass uns ein paar Muskeln trainieren. Das tut gut. Macht voll Spaß, oder? Ups. Okay, wenn das zu schwer ist, dann lass uns Hampelmann-Sprünge machen. Und 1 und 2 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, chill mal. Meine Haare. Max, gib mir die Haare. Ach du meine Güte. Ja, warte, ich hab hier einen Kamm gesehen. Mach dir keine Sorgen. Gleich haben wir deine Haare gekämmt. Oh nein, der Kamm steckt fest. Hilfe! Ach du meine Güte, was ist denn hier bei euch passiert? Irene, hilf mir! Irene, ich habe doch wirklich alles probiert. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Mach dir keine Sorgen, Max. Ich habe eine Idee. Ich habe hier so ein Haarspray. Das könnte uns helfen. Mach dir keine Sorgen. Lea, das wird nicht wehtun. So, und jetzt nehmen wir den Kamm vorsichtig raus. Hopp. Na also. So, und jetzt können wir deine Haare wieder kämmen. Und jetzt bringen wir deine Frisur wieder in Ordnung. Ja, danke, Irene. Kannst du mit mir spielen? Max, was habt ihr denn gerade gemacht? Ja, wir haben so ein bisschen Workout gemacht. Ich kenne ein gutes Spiel. Lasst uns Feuer-Wasser-Sturm spielen. Das ist ganz einfach. Wenn ich Feuer rufe, dann müsst ihr zu einer Wand rennen. Wenn ich Wasser rufe, müsst ihr auf irgendetwas hochklettern, um nicht auf dem Boden zu sein. Und wenn ich Sturm rufe, dann müssen wir uns alle auf den Boden legen. Seid ihr bereit? Ja, ich kenne das Spiel. Das ist voll lustig. Ich kann's probieren. 1, 2, 3, los geht's. Und Wasser. Ich bin oben. Keine Stühle mehr.
Aha! Zählt das? Oh, bravo! Du hast das Prinzip verstanden! Na, dann machen wir weiter. Feuer! Eine Wand! Hier! Ich habe eine Wand! Ich brauche eine Wand? Hast du vielleicht Sturm gemeint? Oh je, Max, willst du dich vielleicht entspannen und sollen wir was Lustiges im Fernsehen schauen? Im Fernsehen? Ich kenne eine tolle Sendung, komm mit! Ja, ich komme, wartet auf mich! Das sind meine Lieblingsvideos, sind die nicht toll, Max? Ja, ich würde sagen, die sind so gut wie Fußball. Ach, wirklich? Na, vielen Dank. Da ist doch jemand gekommen. Hallöchen, da wären wir. Oh, hallo Irene. Wie geht's euch hier? Oh, hallo Mädels. Ich würde sagen, so weit, so gut, nicht wahr? Oh, das freut uns ja. Wir wollten noch irgendwo zu Abendessen gehen. Wollt ihr mitkommen? Max, hast du Lust? Nee, ich find's cool hier mit dir. Ich auch. Wir wollen nicht. Na gut, viel Spaß euch. Tschüss. Viel Spaß euch dann. Und wir werden unseren Spaß haben. Aber auf jeden. Claro. Hey, High Five. Yeah. Und du? Hast du Spaß gehabt? Wir sehen uns noch. Mach's gut. Tschüss.